Über das Wetter können wir uns heute Abend wahrhaftig nicht beschweren, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen. Und ich bin sicher, uns steht hier heute eine interessante Partie ins Haus. Schottland gegen Dänemark. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Das ist die heutige Aufstellung der Dänen. Sie haben sich für ein 5-2-3 entschieden. Moderne Taktik, hinten kompakt, Mittelfeld eher ein bisschen ausgedünnt. Da gibt man dem Gegner Raum, hat dann aber eben die Chance, Nadelstiche zu setzen. Es geht los in dieser Partie. Anstoß haben die Dänen. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Chance vielleicht. Abwehr ist da. Das war knapp. Henley. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Fängt diesen Ball ab. Unaufhaltsam. Jetzt der Schuss. Boah, das war eng. Er trifft die Latte mit diesem Schuss. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Risado Misi. Nun Eriksen. Nee, den kriegt der Keeper. Die Dänen machen Druck. Jetzt die Flanke. Und die Situation geklärt. Sauber vom Ball getrennt hier. Und er geht an ihm vorbei. Gute Aktion. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt müssen Sie aufpassen.
Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Eriksen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Die Gelegenheit. Ja, macht das da ganz sicher. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Und da holt er sich den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Blockt den Schuss erstmal ab. Sie lassen den Platz für die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Mit Auge. Eriksen. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Es gibt hier Einwurf. Henley. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kommen Sie noch mal ran. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können Sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Was macht er draus? Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber ich glaube, das kann ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Flanke bleibt hängen. Er hat Platz zum Flanken. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Das wird nichts mehr. Es wird Abschluss geben. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Scott McTominay. Da verlieren sie den Ball. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Eriksen jetzt. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Gute erste Hälfte. Sie liegen mit 2-0. Und jetzt geht's hier weiter. Kieran Tierney.
und weiter. Lässt. Ist das der Anschlusstreffer? Stark vom Torhüter. Ecke kommt in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Macht er gut. Schön abgeblockt. Gefährlich. Sie könnten jetzt flanken. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ball wird abgefangen. Adams. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Da wäre Platz für einen Konter. Christian Eriksen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke wird kurz ausgeführt. Eriksen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Der ist drin. Nochmal die Wiederholung. Ja, und nach dem Fehlpass ist natürlich viel zu viel Unordnung da. Und das wird eiskalt bestraft. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Eriksen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke in die Mitte. Gefahr bereinigt. Gute Aktion. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Eubier. Gut, Kehr. Eriksen. Die Gelegenheit für die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Was für ein Lauf, kommt jetzt das Abspiel. Da gewinnt er den Zweikampf. Heubier. Gut, Kehr. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Christian Eriksen. Heubier. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Gleich wird hier ausgewechselt. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Eriksen. Ball kommt. Ja, wird Einwurf geben und kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Adams. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Jetzt könnte er flanken. Da kann er erstmal klären. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Gutes Timing, gute Grätsche. Er holt sich den Ball. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Scott McTominay. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. 3:1 heißt es also jetzt.
Risado, Messi. Andersen. Das Zusammenspiel läuft richtig gut bei ihnen. Pass um Pass kommt da an. Die Spieler bieten sich an, gehen in die Räume. Das ist gut. Da können sie erstmal klären. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Heubier. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Mele. Christian Eriksen. Ball jetzt wieder bei Christian Eriksen. Ja, da ist Platz jetzt. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. So, Ballbesitz jetzt. Gefährliche Szene. Das ist noch gefährlich. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. So, Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Den Ball hat er. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Sucht die Lücke. Noch ist die Chance da. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Heubier. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spielstand. Adams. Kann er was draus machen? Gut gespielt. Ist jetzt die Chance. Das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber haben diese...